Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Anleitungsvideo zum Thema Mindmaps mit Freeplane. Wir haben hier das Produkt der letzten Stunde, der letzten Anleitung besser gesagt. Gestartet hatten wir Freeplane mit unserer Portable Apps Plattform. Im ersten Video habe ich gezeigt, wie man das hier integrieren kann. Und wenn es gestartet ist, dann kann man also mit Datei neue Mindmap eine entsprechende Mindmap erzeugen. Viele andere Möglichkeiten bietet das Mindmapping-Programm noch, klein aber fein. Zum Beispiel könnte ich jetzt hierzu die Symbole links integrieren oder eben auch das erste, das letzte oder alle Symbole an einem Knoten entfernen. Würden wir jetzt hier zum Beispiel ein Symbol hinzufügen wollen. Ich mache das jetzt einfach mal willkürlich. Natürlich muss man sich einen Überblick über die vorhandenen Symbole verschaffen und dann hat man hier die entsprechenden Möglichkeiten. Das sind die kleinsten Änderungen noch. Wähle ich einen Knoten aus. Hier unten sehe ich im Übrigen noch die Bemerkung, die ich über den Editor eingegeben habe. Dann kann ich hier seine Eigenschaften beeinflussen. Einfacher ist es, über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste einen bestimmten Knotenstil, zum Beispiel hier den vorgegebenen Wurzelknotenstil einzusetzen. Da sind wir schon fertig. Machen wir es noch fett. Und ja, das soll reichen. Natürlich kann man auch die Schriftfarbe ändern etc. Das geht am leichtesten, wenn ich jetzt mit der Tastenkombination Alt-Eingabetaste den entsprechenden Editor starte. Da sehe ich jetzt hier die Möglichkeiten. Unter anderem könnte ich jetzt natürlich auch hier die Textfarbe verändern. Wie gesagt, mit Alt-Enter kann ich für den ausgewählten Knoten das verändern. Und hier könnte ich zum Beispiel auch leicht eine mehrzeilige Darstellung erzeugen, wenn ich alles markiere, das sogar zentrieren, würde dann so aussehen. Gefällt es mir nicht, mache ich es einfach wieder rückgängig oder gehe mit Steuerung Z der Tastenkombination an das Rückgängigmachen heran. Alles das sind Möglichkeiten, die man natürlich im Einzelnen ausprobieren muss, vielleicht sich auch zunächst ein wenig festhält, um sie dann gezielt üben zu können. Wenn ich mehrere Knoten gleichzeitig umformatieren will, wir wissen ja schon, wenn der Knoten also umrandet ist, ist das der ausgewählte Knoten. Wenn ich die Großbuchstabentaste, die Umschalt- oder Shift-Taste gedrückt halte, kann ich mehrere Knoten gleichzeitig auswählen und manipulieren. Mit der rechten Maustaste kann ich so natürlich auch den Knotenstil auf all die markierten Knoten sofort anwenden. Auf diese Art und Weise besteht die Möglichkeit, sehr effektiv zu arbeiten. Von bis markiert, ersten Knoten, Umschalttaste, letzten Knoten. Ja, was kann ich noch machen? Rechte Maustaste, Knotenstile hat man schon. Ich kann eine Wolke über den Knoten legen, das geht hier oben auch über das Symbolmenü, um jetzt einen bestimmten Bereich, einen bestimmten Zweig meiner Mindmap besonders hervorzuheben. Kann natürlich die Wolke auch noch farbig gestalten. Kann sie auch wieder ausschalten, wenn ich sie nicht mehr bräuchte. Kann hier zum Beispiel selektierte Knoten, selektiert heißt also hier, ausklappen, einklappen, was viel leichter geht mit der Leertaste. Mit der Leertaste. Ich bin versehentlich auf die Editiertaste gekommen. Oder auch durch Anklicken. Einmal anklicken, wohlgemerkt. Ja, andere Möglichkeiten finden wir hier oben. Wir können die Mindmap auch gegen Bearbeitung sperren, also Knoten verschlüsseln. Einfach mal ausprobieren, was dann noch so geht.
Eine interessante oder interessante weitere Möglichkeiten zur Gestaltung finden wir im Formatmenü. Dort können wir zum Beispiel Linienformen verändern, gerade und spitz, natürlich auch die Linienbreite, die Linienfarbe. Automatische Linienfarben sind aktiviert, sodass also beim Eingeben hier unsere verschiedenen Farben entstehen. Knotenbreiten begrenzen. Die Hintergrundfarbe der Mindmap verändern, das empfiehlt sich nicht, wenn man sie drucken möchte. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, die man hier entsprechend einsetzen kann und mit denen man sich auseinandersetzen soll. Das werde ich dann natürlich schrittweise in den nächsten Videos auch tun. So viel vielleicht doch noch, dass man also hier bei Knoten, wo ist es, auch mal einen Knotenstil anwenden, war es nicht, Knoten für Hyperlink war es nicht, Sekunde, wahrscheinlich ist es doch im Formatmenü, Knoten als Blase, dann werden die also entsprechend umrandet. Also wir sehen schon, Möglichkeiten gibt es viele, natürlich kann man auch Bilder einfügen, seine Mindmap weiter aufwerten, zum Beispiel auch einen freien Knoten einfügen an dieser Stelle, bearbeiten, neuer Knoten, freier Knoten. Der sieht dann so aus, den müsste ich jetzt schon einfach hier mal woanders hinziehen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel eingeben F2, startet die Bearbeitung, Creative Commons License, mein Name soll weiter genannt werden als oder soll mit dem Dokument verknüpft bleiben als Urheber. Und schon bin ich fertig mit F2, Steuerung A, kann ich alles auswählen und ein bisschen Understatement zeigen, indem ich also die Größe jetzt hier ein bisschen zurücknehme. Auf diese Art und Weise könnte ich jetzt aber auch zum Beispiel, ihr seht, wenn man hier so rumspielt und versehentlich klickt, dann gehen die also auf und zu, könnte ich also zum Beispiel auch natürlich eine Überschrift für mein Mindmap erzeugen. Und im Großen und Ganzen bin ich also schon recht zufrieden mit dem, was hier so passiert. Viele Möglichkeiten habe ich schon gezeigt, aber das ist natürlich noch nicht alles. Werden die Mindmaps größer, werden sie schnell unübersichtlich. Wie druckt man Mindmaps? Wie kann ich sie anders anordnen? Wie kann ich von einer Mindmap zu einer anderen gelangen? Wie kann ich hier einen Link auf eine Webseite verknüpfen etc. Alles das sind Themen, die in den nächsten Videos dann natürlich eine Rolle spielen, weil sie für die Arbeit mit Mindmaps so bedeutsam sind. In diesem Sinne also soll es das für dieses Video erst einmal gewesen sein. Ausprobieren, Spaß haben und bitte ordentliche, gut gestaltete Mindmaps. Nicht alles, was geht, macht auch Sinn. In dem Sinne viel Spaß.